Bist du bereit? Du brichst gleich zusammen. Er bricht jetzt schon so zusammen. Oh. Ich kann keinen Kinderwagen mehr schieben. Zumindest heute nicht. Ist irgendwas los? Nein. Kriegen wir was? Kommt der Storch? Kriegen wir Nummer 3? Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich bin gerade auf dem Parkplatz, wollte gerne mal kurz zu DM. Ich bräuchte nämlich ein paar Sachen, beziehungsweise eigentlich brauche ich nur einen Lipliner. Und Leinöl wollte ich nochmal mitnehmen. Mal gucken, ob die das alles da haben. Gerade beim Lipliner bin ich mir nicht sicher. Ich hatte schon einige ausprobiert und eigentlich gefällt mir am besten von Maybelline. Aber manchmal sind die gar nicht da. Deswegen, ich will gleich mal gucken, ob es irgendwie was gibt. Vielleicht auch eine andere Marke, weiß ich nicht. Und ich habe gerade Ash zur Schule gebracht. Wir waren heute sehr, sehr knapp mit der Zeit. Also er kam auch kaum aus dem Bett heute irgendwie hochgefühlt. Das Wetter ist auch dementsprechend halt grau in grau. Es nieselt. Ja. Na gut, also ich würde sagen, ich steige jetzt mal ganz kurz aus und die machen so in 2 Minuten ungefähr auf. Ich bin einmal ganz kurz bei Rewe gewesen, ihr Lieben, oder bin immer noch hier drin. Aber draußen haben die wunderschöne Blümchen. Guck mal, ich habe gedacht, für Christi und für Max werde ich einmal den Balkon so ein bisschen schön machen. Da ist es recht geschützt. Auf jeden Fall haben die wunderschöne Blumen draußen bei Rewe und auch echt günstig. So, und schon bin ich hier bei den Liplinern. Ich glaube, ich habe den immer hier. Das ist ein bisschen bräunlicher. Ich weiß gar nicht, welche, sehe das nicht. Welche Nummer das ist, aber davon nehme ich dann lieber 2. Guck mal, weil viele sind es ja nicht mehr. Die sind aber ganz gut. Von Trended Up gibt es auch so eine ähnliche Farbe für 1,75 nur, weil die von Maybelline sind natürlich teurer. Ich probiere den auch mal aus. Und hier habe ich gesehen, haben diese wunderschöne Deko, wirklich hübsche Kerzen, Vasen, guck mal. Sieht richtig wunderschön aus. Habe mir überlegt, so ein Trockenshampoo mitzunehmen, damit ich das so oben quasi auf meinen Oberkopf drauf sprühen kann. Ich weiß nicht, hier steht Trockenshampoo halt mit Farbe. Ich probiere das mal, ist voll lustig. Mal gucken, ob ich meine grauen Haare so ein bisschen damit verdecken kann. Dunkel oder brünett? Ja, gute Frage, ne? Bin doch schon recht dunkel, finde ich. Und Dirty hat mir geschrieben, dass sie diese Farbe mal ausprobiert hat, was schon fertig irgendwie hier so in so einem Pot ist, dauerhafte Haarfarbe. Ist auch wohl sehr gut, 7,95. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir... Ich probiere es mal damit. Und hier haben die was Neues fürs Badezimmer. Guck mal, sieht auch ganz nett aus, so, ne? Muss ich das mal ablegen hier. Guck mal, das sieht doch cool aus, oder? Für Seife. 7,95, so eine Seifenschale. Ein Spender. Also beige ist schon cool. Mülleimer sogar der gleiche. In der Farbe oder auch hier sowas zum Ranhängen in der Dusche oder so, aber nur grau. Sieht hübsch aus. Und hier sind Ostersachen, schön in rosa-weiß. Sieht auch wunderschön aus, so richtig schön frühlingshaft. Ist cool. Und schon bin ich zu Hause, aber es geht für mich jetzt weiter, ihr Lieben. Ich habe nämlich einen Termin heute und zwar beim Frauenarzt wieder mal, einmal im Jahr. Und mein Schnucki hat gerade für mich schon mal für den Bauern Milchflaschen fertig gemacht, leere Milchflaschen, weil ich nämlich auf dem Weg zurück nachher Milch holen möchte. Was machen wir mit der Milch? Wie immer, Joghurt. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Okay. Joghurt also, und Frischkäse. Ja, okay. Brot. Also, mal gucken. Ja. Auf jeden Fall geht es für mich jetzt los. Ach, Mann, ich muss ja auch gleich noch zum Männerarzt. Ich ganz vergessen den Termin. Ich muss einmal im Jahr dahin übrigens, zum Checken. Ja, übrigens, ich bin wirklich einmal im Jahr. Es sei denn nochmal vielleicht zweites Mal im Jahr, falls irgendwas nicht stimmt oder so. Und ich bin schon wieder ein bisschen überfällig, ne? Mit meiner Regel. Aber mal gucken. Ich denke nein. Übrigens, ich habe gestern ein Video geguckt von einer russischen Frau, von einer älteren Frau. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, aber hörte sich alles sehr echt an. Sie ist mit 61 Mutter geworden. Es gibt teilweise auf der ganzen Welt wohl irgendwie Frauen, teilweise sogar mit 74 war die älteste, die Mutter geworden ist. Also die hat es, glaube ich, künstlich durch künstliche Befruchtung das Ganze gemacht und hat 30 Jahre gedauert, bis sie, also ab 30 hat sie angefangen, als sie 30 Jahre alt war, halt zu versuchen, ihr ein Kind zu bekommen, ging alles nicht. Und mit 61, nach 15 Versuchen,
Oder die haben Kinder, wenn es mehrere sind. Nee, das nicht. Das ist nee, ein gesundes Mädchen, das sie zur Welt gebracht hat. Das ist voll heftig. Also ich finde es echt heftig. Aber die ist eine 80-jährige Mutter. Ja, aber es gibt teilweise... Wenn du sehen willst. Ja. Wenn alle auf dem Spielplatz von ihrer 20-jährigen Mutter abgeholt werden oder 30. Aber wie gesagt, das muss halt für sich jeder entscheiden. Ne? Aber ich finde das schon heftig. Ja, sie sieht, also sieht aus wie eine Oma, ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war eine aus Russland. Kann ja heutzutage mit 70 oder 80 auch noch richtig fresh sein, ne? Ja. Musst du nur mal so ein bisschen... Ja. Na gut, Hübschen, ich muss jetzt. Hast du das gesehen? So eine Dinge zum Festkleben an der Wange und nach hinten mit dem Band rum und dann... Stress, ja, bei Insta. Das war total krass. Das war so eine ältere Frau auch wiederum. Hatte wirklich relativ viele Falten. Und dann hatte sich hier was draufgeklebt. Irgendwie so ein Tesa oder so, was ähnliches. Und hier. Und da dran waren so ein Stück Garn oder so ein, wie nennt man das, Band. Und dann hat sie einfach so nach hinten gezogen, ins Haar geklemmt. Und dann hatte sie keine Falten mehr. Das ist der Hammer, ne? Also so? Adrian. Ja, das ist voll heftig. Sie sah total anders aus. Und dann kenne ich aber auch einige, auch teilweise, die YouTube machen, die lassen sich unterspritzen. Aber das kommt nicht in Frage. Es ist, wie es ist. Wir werden alle älter. Diese ganzen Falten gehören dazu. Und wie gesagt, das ist unser Leben, ne? Ich düst los. Ich brauche meinen Rucksack. Ich brauche meinen. Ja. Tschüss. Aber du lässt es drin. Tschüss. Manchmal schaut es raus, wenn ich irgendwas erzähle. Ach, vorsichtig. Ja, ja. Meine Jacke muss ich noch haben. Mein Rucksack. Also, es geht für mich jetzt los. How did we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team, people talk about what a chemistry. I can see it in your eyes, you don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, while we enemies. So, ihr Lieben, ich bin so ein bisschen knapp mit der Zeit. Ich hätte mal früher losfahren sollen. Hab an der Straße dann irgendwo geparkt. Ich hoffe, dass ich da stehen darf. Und düse jetzt auch noch ein Stückchen zu Fuß. Ich schätze mal noch so 10 Minuten bestimmt. Das Wetter ist hier richtig eklig. Es nieselt. Ich bin übrigens in Neumünster gerade. Für die, die es wissen wollen. Ich habe die jetzt gefunden, Leute. Ich war in einem Haus davor. Da steht und denkt so, hä, das sind die andere Ärzte, aber nicht die. Ihr Lieben, schon bin ich raus. Alles erledigt. Es ist alles in Ordnung. Ich habe immer, also vom Zahnarzt, ich würde nicht sagen, ich habe Angst, sondern das ist eher so dieses, ich würde eher, glaube ich, 10-mal zum Zahnarzt gehen, als einmal zum Frauenarzt, weil das nicht so meins ist. Ne? Und dann hat sie mich gerade gefragt, was wir so beruflich machen. Habe ich so ein bisschen erzählt und dann hat sie ja wohl immer nicht im Kanal gefragt. Ne? Weil sie sagt, oh, sagt ja klar, kenne ich YouTube und so. Ne? Das ist eine super nette Frauenärztin. Und die kenne ich ja schon seit Jahren. Und aber auch, also wir haben gerade echt viel gequatscht auch, ne? Auf jeden Fall geht es für mich jetzt weiter. Ich würde ganz gerne nochmal einen russischen Laden. Und zwar für Chrissy eine Torte besorgen. Ich weiß nicht, ob ich mit der Weg mitnehme, also diese Honigtorte. Oder vielleicht eine andere schöne Torte. Vielleicht mal was Neues und nicht immer das Gleiche. Genau, ich würde sagen, wir düsen jetzt mal los. Ich hoffe, dass mein Auto noch da steht, wo es steht, weil ich weiß nicht, ob das so richtig war, wie ich mich hingestellt habe, aber da standen andere auch. Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zum Auto und Adrian schreibt, und wie sieht's aus? Hat er mir eine Schwangerschaft, so eine schwangere Frau, Emoji geschickt und so weiter. Und ich so, ja, kannst dich freuen. Und er so, ich räume schon mal das Büro leer. Oh Leute, ich kann nicht mehr. Ja, das wäre echt wirklich eine, auch wenn es jetzt böse klingt, wirklich böse, es wäre eine Katastrophe. Schaffe ich nervlich nicht mehr. Na gut, den Körper, ich glaube ich auch nicht. Es geht jetzt einmal Richtung Auto. Wie süß ist das bitte? Ich bin gerade ganz kurz in diesem Tiger oder so heißt der Laden. Voll süße Sachen haben sie hier. Guck mal, voll hübsch. Auch die, wunderschön. Auch hier so ganz viele so Osterkörbchen und Schokolade, Schokoladeneier, Lollis zu Ostern. Ist richtig cool. Und Kekse, guck mal. Sieht gut aus. Diese Spiegel gefallen mir auch ganz gut, ne? So aus Bambus. Guck mal, gibt es in verschiedenen Größen. Ist cool. 7 Euro und für kleineren Spiegel hier 5 Euro. Sieht hübsch aus. Genauso wie Organizer zum Beispiel hier auch. Make-up-Organizer aus Bambus. Die sehen hier auch wunderschön aus. Und das ist alles am Valentinstag noch. Na gut, es geht schon nicht weiter.
bin jetzt hier mal kurz bei Action, Leute, in Münster. Ich bin dann auch immer noch hier. Und ich wollte euch einfach nur so ein bisschen gucken, ob die irgendwas anderes haben, was ich bei uns in Reisdorf oder in Kiel nicht bekomme. Letztes Mal hatte ich ein paar Sachen irgendwie hier, aber ich glaube, es ist alles auch alles soweit da, so wie bei uns. Deko ist auch alles da. Was ich überlegt hatte, die hatten mal so einen Hocker, so einen Plüschhocker, aber ich glaube, den haben sie hier auch nicht. Der ist nämlich überall ausverkauft. Nee, hier ist er glaube ich auch nicht. Ich wüsste nicht, wo er hier stehen soll. Nö. Die sind hier aber neu, oder? Diese Teelichter hier. Für 3,99 €. So, es geht für mich raus. Ich habe hier nur geguckt, nichts Besonderes gefunden. Und schon bin ich im Auto. Ja, jetzt geht es einmal ganz schnell zu dem Mixmarkt. Dafür muss ich aber gleich erstmal die Straßen hier wechseln, weil hier ist alles so voll. Und ich, so wie es aussieht, habe ich keinen Strafzettel bekommen, aber vielleicht kommt auch sowas online. Ich weiß nicht, also eigentlich ist hier beschränktes Halteverbot. Aber die stehen alle da. Und ich habe sogar eine Parkscheibe reingelegt. Eigentlich. Ich war nicht lange weg. Gucken wir mal. Na gut, also, es geht jetzt weiter. Irgendwie habe ich voll Hunger auf so eine Melone. Honigmelone. Ich glaube, ich nehme mal eine mit. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wo die herkommen, ne? Türkei. Für mein Schnücke nehme ich nochmal Mayo mit. Dieses hier ist hier ganz gut. Und Olive. Das war auch sehr lecker, hat er gesagt. Nehmen wir mal mit. 3. Die haben auch hier diesen Käse. Guck mal. Aha, wusste ich gar nicht. Ich probiere das hier immer aus. Russisch. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich ja schwarze Johannisbeere mitnehmen und vielleicht, ich weiß nicht, Kirsche oder so. Aber ich glaube, Kirschen waren doch mit Zucker hier, oder nicht? Gezuckert. Oder nicht? Meine Mutter wollte ganz gerne, ich habe gerade gefragt, ob sie irgendwas braucht hiervon, weil ich nämlich gleich nochmal zu ihr hin düse, die ist nämlich arbeiten, aber ich habe Schlüssel bei der Nachbarin. Sie wollte gerne Wassermelone haben, aber ich sehe hier keine, ich sehe hier nur, doch, sie sagte kleinere, ich nehme hier das hier einfach mit, sie sagte, es schmeckt gut. Wassermelone einfach so gesalzen, wisst ihr? Klein und groß, ich nehme die große. Also ich weiß, meine Mutter isst gerne diesen Matjes hier, diese kleingeschnittenen. Ich nehme für sie was mit und für mich was mit. Nee, für mich nicht, für sie nehme ich nur was mit. Das magst du auch gerne. Ah, und ich für mich nehme Ryazhenko mit. Das ist so ähnlich wie Buttermilch. Die schmeckt auch super lecker. Gibt es nicht im Tetrapack. Doch, gibt es. Diese hier. Die war besser. Ist sogar im Angebot oder wie? Ja. Und dann kann ich nochmal Schmand mitnehmen. Schmeckt auch super. 22%. Fett und hier sind 30% Fett sogar. Probiere ich mal einmal so aus. Wobei diesen hier hatte ich schon gehabt. Hier gibt es auch was mit 21%. Ja, ich nehme das mit. Die hatten hier mal so ein Gewürz für Plov, aber sehe ich hier gerade nicht. Nee. Doch, Plov. Ich habe überlegt, sowas hier zu machen. Ohne Fleisch vielleicht. Für Esch wollte ich nochmal Kwas mitnehmen, ob die was haben. Muss ich suchen jetzt, ne? Schau ich mal, was sie hier haben. Haben die nicht. Aber ich glaube, der war auch gut. Oder? So, ich glaube, ich habe alles. Ich muss nur noch einmal nach einer Torte gucken. Für meine Mutter nehme ich nochmal eine Flasche Kwas mit. Sie trinkt ihn auch gerne. Und was wollte ich noch? Das war's. Für Esch habe ich die beiden mitgenommen und für mich. Mal gucken. Jetzt will ich mal nach einer Torte gucken, ob die was haben. Das ist eine andere Frage jetzt hier, ne? Schauen wir mal. Hier haben die schon mal ganz hübsche. Guck mal. Das sieht so
genial aus, oder? Richtige Zuckerbomben. Ja, mit der Wieg haben sie auch. Okay. Guck mal, nehme ich für meine Mutter schon mal mit, weil sie mag ihn total gerne. Und für Christi gucke ich Schoko oder lieber das. Es gibt drei verschiedene Sorten. Alle schmecken sehr gut. Das ist so ein Ursprungsteil. Ich glaube, ich nehme diese hier. Und mach sie nochmal schön mit ein paar Früchten. Das geht auch. Kostet 12,79 € eine Torte, ne? Aber nun gut. Sie hat Geburtstag. Die sieht auch mega aus da unten. Wisst ihr diese? Voll krass. Ich würde so gerne alles essen, ne? Was ist das? Das sind Pilze. Diese Schaumzuckerpilze. Es ist alles eingeladen. So, der Plan für mich ist jetzt, ich fahre zu meiner Mutter. Sie ist jetzt zwar zur Arbeit, aber sie hat ihren Schlüssel bei der Nachbarin gelassen. Ich habe gedacht, ich kann, wie gesagt, diesen Nachttisch bei ihr abladen und die Sachen, die ich mitgenommen habe, die freut sie bestimmt. Weil sie sagte nur Wassermelone, vielleicht fiel ihr einfach nichts ein. Und jetzt habe ich noch die Torte mitgenommen und Matthias mitgenommen und Quass. Was vergessen? Nö. Na gut, also los geht's. Hab jetzt alles abgeliefert und wisst ihr, was mir gerade einfiel? Ich bin auch echt bescheuert. Na, normalerweise, ich hätte doch meine Mutter auch fahren können. Ich hätte jetzt Arbeit fahren können. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht drauf gekommen bin. Und wo ist mein Schlüssel da? Ich hätte jetzt Arbeit fahren können. Und wir hätten sogar noch ein bisschen Zeit gehabt. Na, es ist 20 vor 12. Sie fängt um 1 an zu arbeiten. Völlig bescheuert irgendwie. Ja gut, ich wusste nicht, wie lange ich da im Russenladen brauche und überhaupt so, ne? Na gut, nächstes Mal. Ich sehe gerade so auf dem Balkon bei ihr. Theoretisch kann man da schon so ein bisschen was einpflanzen, oder? Das ist alles Heide, aber ich drehe mal ganz kurz mal die Cam. Wobei, da ist Heide drin. In Balkonkästen. Vielleicht kann man schon so ein bisschen Frühlingsblümchen da einpflanzen. Muss ich mal gucken, vielleicht. Ich wollte sowieso nochmal diese Woche vielleicht nochmal zu ihr fahren. So Leute, ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe nicht gefrühstückt, ich habe echt Hunger und bekomme langsam so leichte Kopfschmerzen. Also, wie gesagt, alles abgeliefert, Torte im Gefrierfach, Schrank raus. Ja, also, weiter geht's. Wisst ihr, wo ich gerade bin? Nicht zu Hause. Ich bin beim Bauern. Ich hole jetzt die Milch. Mein Schnucki hat mir gerade drauf gesprochen, ich soll bitte eine Packung Nudeln mitbringen. Solche Spirellis, oder wie heißen sie? Er hat schon wieder irgendwas gefunden, was bei uns rumkrabbelt, deine Nudeln. Er sagt, er hat es noch nicht geguckt, er wollte helle Nudeln haben und nicht dunkle. Wir haben überwiegend dunkle Nudeln, also Vollkorn oder... Doch, Vollkorn, glaube ich, haben wir ganz viel. Er sagt, er bräuchte gerne was Helles. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann doch eher zu Edeka fahre, weil ich eher Pfand abgeben muss. Schaut, meine Lieben, eigentlich ist es ganz schön praktisch, so ein Korb, ne? Also 4 Flaschen hole ich jetzt, 4 Liter pro Liter 1 Euro, weil es unsere Flaschen sind. Und die Sonne kommt raus, es wird hell. Hört ihr die ganzen Vögel zwitschern hier? Voll süß, oder? Mega. Während ich jetzt unterwegs war, hat mein Schnucki Mittag für uns gekocht. Es gibt Gulasch, so wie ich das rieche, oder? Mit, oder? Das riecht so. Ich glaube, ich kann das euch jetzt zeigen. Guck mal. Was ist das? Das ist Pilzsuppe? Gulasch, Karotten, Pilzsuppe. Ah. Ja, cool. Ochsenschwanzsuppe. Mein, weißt du, was, wie anstrengend das ist, hier das alles zu machen? Das alles zu schneiden. Er sagte, er kocht schon die ganze Zeit. Schälen, schneiden, hier immer auch alles schon abwaschen, wegpacken und so. Ja, ach so, und dann, weißt du noch, ich war ja gerade beim Frauenarzt, ne? Bist du bereit?
Du brichst gleich zusammen. Er bricht jetzt schon so zusammen. Ich kann keinen Kinderwagen mehr schieben. Zumindest heute nicht. Ist irgendwas los? Nein. Kriegen wir was? Kommt der Storch? Kriegen wir Nummer 3? Oh mein Gott. Nein. Nummer 3? Zum Glück, Schnucki, nicht. Ja, holst du erst die Vorfreude aus mir raus, obwohl ja, ich total kaputt bin. Ich habe gerade gemerkt, wie so ein richtiger Energieschub durch mich durchging. Echt? Ja, also Kinder scheinen Energie zu bringen. Also okay, man wächst ja mit seinen doch, Aufgaben. Dann ne? bin ich doch schwanger. Aber wo soll denn das Kind hin? Also wir haben keinen Platz mehr. Räumen das Büro aus. Ach, wir räumen das Büro aus. Oh, ja, okay, dann haben wir 2 Kinderzimmer und ein Schlafzimmer und kein Büro mehr. Und Tini Huhu hatte eine gute Idee. Tina Huhu, Entschuldigung. Sie sagte, wieso baut doch mal oben Spitzboden auf der Garage, in der Garage aus. Und dann könnt ihr da das Büro machen. Rostiges Arbeiten. Und dann sagte sie, ihr könntet das ja einfach so als Ankleidezimmer sein oder sowas. Oder halt auch mein Schminkzimmer. Hattest du doch Nudeln gefunden? Jetzt habe ich alles gekauft. Ja, die habe ich genommen, die du gekauft hast. Ach, die sind schon schnell drin. Die anderen Nudeln, kannst du mal zeigen. Oh nein, leg da wieder, das sind Dinkelnudeln. Aber als wir es weggepackt haben. Die sind ja noch gar nicht so lange abgelaufen, nein. ne? Die sind abgelaufen. Naja, Juni 23. Komm, das ist noch nicht mal ein. Ich drehe mal ganz kurz mal die Cam. Guck mal, so sehen die aus. Ich glaube schon wieder so komisch. Ist das Treffen oder wie? Viele Tiere drin, aber ich sind welche gesehen. Drin, guck mal. Ui, schwarze, seht ihr das? Da zum Beispiel. Das ist eklig. Und die Tüte fühlt sich auch so komisch an da drin. Guck mal, alles so voll Mehl. Ja, also, ich bin soweit fertig. Das hier, diesen Thunfisch, der ist super mega lecker. Das ist eigentlich unser Lieblingsthunfisch. Gibt es gerade bei Edeka für 2,49 im Angebot statt 3,79. Ich habe gleich. Bei Sandra? Ja. Ja, sie hat auch irgendwas gekauft. Hast du gestern geguckt? Hat sie gesagt. Aber sie hatte das. Ich habe hier. Gab es ein Sonderangebot? Ach so, ja. Wenn aber du sie. Bringst an der Stelle? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie mich guckt. Ach, wer weiß. Das Ding ist, dass. Wieso? Die war doch letzte Woche. Das Video ist doch von letzter Woche. Ja, nicht von dieser. Ist ja das Angebot schon. Naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt 7 Stück mitgenommen. Ne? Ich habe es richtig gehortet. Und hab nochmal für Christis Kuchen, jetzt nicht schimpfen bitte an alle, die mir jetzt sagen, so, man darf die Beeren jetzt nicht kaufen, ich weiß das. Ich wollte halt Deko haben, das wird nicht gegessen. Wo sind die Himbeeren dann, Schnucki? Was für eine Beeren und darf da. Man kaufen? Man soll nur saisonales Obst und Gemüse kaufen, was wir gerade hier haben. Oh, wir haben natürlich keine Himbeeren. Ja. Wird es noch schlimmer? Also ehrlich, ich meine... Ich habe mich ja auch immer dabei, ne? Man darf dies nicht und man darf das nicht, aber man engt sich ja auch derart damit ein, dass man manchmal denkt so, oh, könnte das nicht alles wieder so sein wie früher, dass man in den Supermarkt geht und da ist einfach alles gut. So, gehst da rein, da wird ja alles verkauft, also ist alles gut. Das ist eine vernünftige Einstellung. Das wäre immer cool, ne? Ja, die möchte ich wieder haben. Und nicht immer, oh, den Thunfisch darf man nicht, weil da sind irgendwelche irgendwas und in den Himbeeren ist hier, da sind Pestizide und in den, das ist nicht saisonal und oh, ja, ich weiß, ich oh, weiß. Hilfe. Also ich brauche das für Chrissys Geburtstagskuchen, allerdings noch, was mir noch einfiel, also ich wollte es schön machen, ne? Ich brauche noch auf jeden Fall 2 Kerzenzahlen, 22. Und vielleicht nochmal so ein Happy Birthday Schildchen oder halt solche Kerzen zum Reinstecken, zum Anzünden irgendwie. Irgendwie sowas. Fehlt mir so ein bisschen Deko quasi. Und Weintrauben habe ich auch mitgenommen. Da dachte man kann das auch gut auf die Torte legen, ne? Wisst ihr? Ja, ihr Lieben, das ist alles. Mein Einkauf habe ich hier schon gezeigt. Muss ich nicht normal machen, ne? Was habe ich gerade gesagt? Kein Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Steinsalz aus Pakistan. Pakistan. Weil da was nicht drin ist und stattdessen irgendwelche 80 Mineralstoffe mehr, die bei uns sind. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Bin ich der Typ, der das gerade gesagt hat, der jetzt dieses Salz verwendet? Das Ding ist, ja, also ich werde das jetzt nicht kommentieren. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Echt nicht. Ihr Lieben, also. Wir wollen wieder normales Salz. Hier kostet eine Packung 3 Euro oder noch mehr. Die gleiche Salzpackung kostet sonst. Ich habe online in diesem Laden, wo ich Trockenobst bestellt hatte, mal. Und Nüsse, Rohnüsse. Ich weiß gerade nicht, wie der Laden heißt, aber kann ich mal ganz kurz sagen. Ich mache ein bisschen Werbung. Da habe ich ein Kilo Salzstücke geholt und das ist günstiger gewesen. Auch aus Pakistan. Und ich meine, ich habe noch den Lieferschein sogar hier behalten, damit ich immer noch weiß, welcher Laden das war. Ui, wartet mal. Oh. Der Laden heißt Top Fruits. Top Fruits. www.topfruits.de. Auf jeden Fall habe ich da letztes Mal diese ganzen Sachen bestellt, aber auch Walnussöl. Das ist alles so
für Rohkostqualität irgendwie so, ne? Oder Rohkost, wie nennt man das? Also Walnussöl war zum Beispiel, Mandeln waren auch nur getrocknet, also ohne geröstet zu sein. Magnesium, was? Bla bla, ich weiß schon nicht mehr, was da das ist. Kristallsalz aus Pakistan, fein gemahlen, ein Kilo, haben wir 4,90 € bezahlt. Für ein Kilo, Schnucki. Jetzt haben wir bei Rewe mit dir mehr bezahlt. War das Schachtel, Rewe? Für kleine so Schachtel war, genau. Guckt mal, das war dieses hier. Das war über 3 Euro, bin ich der Meinung. Rosa Kristallsalz. Das war das gleiche. Sieht, glaube ich, sogar so aus. Wartet mal. Ja, sieht genauso aus. Guckt. Also online bestellen. Bei Top Fruits. Hier war zum Beispiel sogar so ein Holzlöffel dabei. Na gut, ihr Lieben. Also, bei uns ist jetzt, sieht der Tag so aus. Ich werde in einer Stunde Ash einsammeln. Vielleicht werden wir vorher noch mal was essen, einkaufen wegräumen, weil ich habe Hunger. Hast du ohne mich gefrühstückt heute? Ja. Ich habe heute irgendwie gar nicht gefrühstückt. Mein Frühstück fiel aus, weil es einfach nicht anders ging. Ich habe dich gefragt, stimmt. Ob ich dir das machen soll. Ja, stimmt. Ich habe gesagt nein. Was hast du gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt nein. Richtig. Na gut, ihr Lieben. Also, ich würde ganz gerne diesen Lock jetzt hier beenden. Hey, ich habe noch eine Idee. Mein Arm fällt gleich ab, zur, ja? Zur gesunden Ernährung. Ja, bitte. Wenn man keinen Bock mehr drauf hat, immer zu gucken, darf ich dies, darf ich das, darf das doch nicht. Oder und dann sagt einem irgendjemand, hier, das darfst du auch nicht. Und dann denkst du, oh Scheiße, habe ich die ganze Zeit gegessen. Wie wäre es, wenn es einfach nur noch im Laden das gibt, was man gut essen kann? Gibt's doch auch. Ach so, das stimmt, ja. Ich habe das vergessen. Na gut, ihr Hübschen. Also, bis zum nächsten Vlog. Bis dann. Tschüss. Haben Sie noch hier reingetan? Pfeffer? Pfeffer, Salz. Salz soll man auch nicht so viel essen. Wir haben doch kein Salz, nur Pfeffer.